Sie ist ein Sinnbild von Macht aus längst vergangener Zeit. Und sie ist Namensgeberin von einer ganzen Talseite. Erbaut worden ist Burg Heinzenberg um das Jahr 1200 von den Herren von Fatz. Vor einstiger stolzer Festung am äußeren Heinzenberg sind heute nur noch Überreste vorhanden. Der Name von Burg Heinzenberg könnte darauf zurückzuführen sein, dass auf dem Hügel oder eben Berg, wo die Burg darauf verbaut worden ist, früher Heu auf sogenannten Heinzen getrocknet worden ist. Und so könnte aus dem Begriff Heinzen und Berg der Name Heinzenberg entstanden sein. Aber aufgrund von schwieriger Quellenlage kann das leider nicht belegt werden. Einzig belegt ist, dass der Name auf einen alten Flurnamen zurückgeht. Ob früher auf dem Hügel Heinzen gestanden haben oder nicht, das kann man heute leider nicht mehr abschliessend sagen. In der lokalen Bevölkerung erzählt man sich vereinzelt aber auch, dass der Name von Burg Heinzenberg auf einen ehemaligen Vogt zurückzuführen sein könnte, wo eben Heinz geheissen hat. Aber ob das wirklich so war oder nicht, das ist sehr unwahrscheinlich. Geografisch liegt Burg Heinzenberg unterhalb von Prätz in der Bündner Gemeinde Katzis. Wo heute ein Erlebniswanderweg vorbeiführt, haben früher die Herren von Fatz Zägen gehabt. Wen genau die Burg aber erbaut worden ist, das weiss man heute leider nicht mehr. Erstmals erwähnt wird es im Jahr 1384, so ist anzunehmen, dass die Burg spätestens im 14. Jahrhundert bereits existiert hat. Man geht heute aber davon aus, dass erste Teile bereits um das Jahr 1200 erbaut worden sind. Annehmen tut man das unter anderem auch, weil die Herrschaft am Heinzenberg im Jahr 1337 am Terra von Werdenberg Sarganz übergegangen ist. Grund, warum die Herrschaft am Heinzenberg an die Werdenberger übergegangen ist, ist, weil der Rudolf IV. Von Werdenberg-Sarganz Ursula von Fatz geheiratet hat. Also die Tochter vom letzten Freiherr von Fatz. Und so ist die Herrschaft am Heinzenberg in Form von einer Erbschaft an die Werdenberger übrig gegangen. Doch vor langer Dauer ist die Herrschaft der Werdenberger am Heinzenberg nicht gewesen. Zumindest vorerst. Denn bereits 1383 haben die Werdenberger, also genau genommen der Johann von Werdenberg, seine Rechte am Heinzenberg an seinen Schwager, der Freiherr Ulrich Braun von Rezünz, verkauft. Ausgenommen von dem Verkauf ist die Gemeinde Portain gewesen. Denn Portain hat sich zu dieser Zeit im Unterschied zu den anderen Heinzenberger Gemeinden selber verwaltet. Und bereits im Jahr 1461 ist die Herrschaft am Heinzenberg aufgrund von einer Erbschaft wieder zurück an die Werdenberger gegangen. Denn der Georg von Werdenberg-Sarganz hat Anna von Rezünz geheiratet und so die Herrschaft am Heinzenberg geerbt. Stolz hat sich der Georg von Werdenberg-Sarganz von dort weg Herr zu Ortenstein und Heinzenberg genannt. Seine Herrschaft am Heinzenberg hat der Georg aber bereits 1475 an den Churer Bischof Ortlieb von Brandis verkauft. Aber Burg Brez hat er für sich behalten. Im eigentlichen Sinn sind dadurch die Hoheitsrechte am Heinzenberg ans Bistum Chur zurückgefallen. Denn das Bistum Chur hat seine Hoheitsrechte am Heinzenberg im 13. Jahrhundert an die Freiherren von Fatz verloren. Doch der Verkauf der Herrschaft am Heinzenberg ist nicht ganz freiwillig vonstatten gegangen.
So kann der Verkauf indirekt auch als Folge von Schamserfäden, die Mitte des 15. Jahrhunderts vorgeherrscht hat, gesehen werden. Denn es ist anzunehmen, dass der Werdenberger durch die Schamserfäden unter Druck geraten ist und so die Hoheitsrechte am Heinzenberg hat müssen verkaufen. Die Schamserfäden selber ist auch für die Burg Heinzenberg nicht ganz unwesentlich. Denn im Zusammenhang von dieser Fäden ist auch sie eingenommen und wahrscheinlich auch geplündert worden. Aber die Zerstörung ist ihr erspart geblieben, im Unterschied zu vielen anderen Burgen in der Region. Viel mehr ist über das alte Gemäuer leider nicht überliefert. Heute kennt man lediglich die Namen von zwei Vögten, die auf dieser Burg geamtet haben. Und zwar hat 1478 ein Amann Maruk von Flerda sowie 1482 Heinrich Grass in Prez als Vogt geamtet. Was auch noch überliefert ist, ist, dass die Burg im Jahr 1523 an Ludwig Tschudi von Glarus übergegangen ist. Und auch, dass sie dann im Verlauf vom 16. Jahrhundert dem Verfall überlassen worden ist. Vom ehemaligen Wohntrakt ist nur noch ein Teil der westlichen Mauer vorhanden. Also das, was man jetzt hier gerade sieht. Vom ehemals fünfeckigen Turm ist heute nur noch ein Mauerzahn erhalten, der bis zum dritten Stock in den Himmel ragt. Aber noch bis in den 1950er Jahren war der Turm bis in den fünften Stock erhalten. Ist dann aber 1956 auf die heutigen Mauerreste zusammengefallen. Das, was man hier sieht, ist ein Teil von dem, was in den 1950er Jahren vom Turm oben runtergefallen ist. Die alten Mauern könnten uns wahrscheinlich heute sehr viel von dem erzählen, was früher in und um die Burg Heinzenberg passiert ist. Doch leider ist, wie bereits erwähnt, sehr wenig über die mittelalterliche Festung erhalten. Und so kann es sein, dass wohl das meiste für immer verborgen bleiben wird.